Baby shark di di di, baby shark di di di, baby shark di di di, baby shark. Good morning, people. Meine Haare sind noch etwas durcheinander. Durcheinander? 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 Durcheinander. Hä? Durcheinander? Durcheinander. Hi! So, Tag 3 sozusagen. Mit mir. Mit der. Wie fühlt es sich an bei Basti? Ist okay. Hast du gerade gesagt, es ist okay? Es ist okay. Kann man mal machen. Why the fuck you lie? Wir backen jetzt, genau. Wir wollen die Bacon Beer Cupcakes aus Two Broke Girls machen. Ja. Das Video ist ein extra Video. Ist schon das dritte Video, das wir zusammen aufnehmen. Ja, du musst ja auch. Ich muss vorproduzieren. Drei Videos. Star, passiert. Gerade gesungen, oder? Nee, du hast deinen Eyeliner gezogen. Lol. Mama shark di 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 di, Mama shark di 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 di, Mama shark di 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 di, Mama shark. Jetzt ist wieder ein Fleck auf der Kappe. Jetzt weiß ich, woher die Flecken kommen. Daher, jetzt sieht man es auch im Bild. Oh, es ist sehr milchig. Nein, wir gehen jetzt backen. Jetzt? Ja. Uff. Uff. Ist ein Was Weichen ist her? Passiert? Ich komme nicht klar, ich komme nicht. Uff. Hab Gold kassiert. Komm in die Charts, komm in die. Uff. Den Ständer mitnehmen. Den Ständer. Ist das Licht cool? Mama shock di doo doo, Mama shock di doo doo, Mama shock di doo doo, Mama shock. Man sollte mir nicht die Kamera in die Hand geben. She got it. I see it. I like it. I want it. I got it. Ey, also wir müssen abkühlen. Sie stehen draußen. Und wir holen uns jetzt einen Döner, damit die schöner wird. Und. Kannst du mich denn die ganze Zeit so dissen? Sie hat gerade Kopf geschüttelt. Hat man nicht gesehen. Und dann machen wir die Cupcakes fertig. Und dann gehen wir ein bisschen Fotos machen. Ein bisschen spazieren in der City. Haben wir gestern in München eigentlich irgendwas gefilmt? Kann sein. Wir haben uns gestern schön in München einmal verlaufen. Das war sehr amüsant. Wir sind einfach nur am Marienplatz so ein bisschen herumgelaufen. Wollten so durch die Fußgängerzone gehen. Wollten dann so auf die andere Straße kommen. Waren dann auf einmal wo komplett anders. Ich hab mich voll gekleckert. Dumm. Dann musst du dich umziehen. Zieh die Jeans an. Antonia. Mhm. Wollen wir gehen? Ich hoffe, bei euch ist es auch so warm. Es ist verdammt heiß. Ich glaube, noch sind es keine 26. Wir waren noch bei C&A und ich habe einen neuen Beutel. Not my problema. Ja. Gehen wir wieder zum Basti und essen. Jesus, der Bacon weiß. Das ist der Bacon. Wir haben ihn vorhin probiert. Er schmeckt interessant. Shoutout an Volvic, unbezahlte Werbung. Es ist gar keine Werbung, es ist einfach nur ein Shoutout für diese geilen Dinger. Die schmecken so nice. Ich wollte gerade Alufolie, ich habe gerade Alufolie. Die Mikrowelle und es blitzt schon so. Ich so. Tut es eh schon. Die Tüte ist auch irgendwo weggeflogen. Ich sehe sie nicht. Ist das jetzt ein Muckbang? Natürlich aber nicht. Scheiße. Was ist deine Meinung? Was ist deine Meinung zu cringy... Zu kleinen neuen Influencern. Das wollte ich auch sagen. Zu cringy kleinen neuen Influencern. Ist cringy? Ich find's krass. Dass man durch ein bisschen Lippen bewegen so viel Aufmerksamkeit bekommen kann auf Instagram. Mhm.
Weil hat man ja früher immer schon gemacht, so Karaoke-mäßig seine Lippen bewegt. Ja. Vor allem auch noch so unrealistisch viel. Ohne dass unten in der Ecke TikTok oder Musical.ly stand. Ich habe das sonst auch schon auf Snapchat oder so gemacht. Mhm. Stimmt. Ich habe es ausprobiert und klar mit dem Transition-Zeug und alles ist nicht so einfach, aber... Aber vor allem, dass die das so ernst nehmen und so denken, sie wären so voll krass. Mhm. Aber es scheint ja zu funktionieren, weil die ganzen kleinen Jungs und Mädels dann da rumlaufen. Und wenn du dir ein Video-Day mittlerweile anschaust, da sind nur noch unbekannte Gesichter von Leuten, die Musical.ly machen. Ich sehe immer nur auf Instagram irgendwelche Leute und denke mir so, who the fuck are you? Mhm. Und dann sind da so 3000 Follower und ich denke mir, hä? Oder mehr. Vor allem manche machen es nicht mal gut. Mhm. Keine Produktplatzierung? Ich habe gerade schon einen Shoutout gemacht. Oh. Ja gut, dann ist auch egal. Ah! Das sieht künstlich aus, what the fuck. Was ist deine Lieblingsserie? Schwer zu sagen. Es gibt einen Unterschied zwischen All Time und Momentan. Mhm. Momentan würde ich behaupten Dynasty, Denver Clan. All Time würde ich sagen How I Met Your Mother. Danke, zwischen. Danke. Grey's Anatomy und Vampire Diaries. Mhm. Tattoo. Ach du meine Güte, was ist denn das jetzt hier? Anton! Anton, ne, Werbung! Ich wollte gerade sagen, jetzt kommt Werbung. Was war das? Das war Blut. Ja, das habe ich auch gesehen. Schatz, warum denn? Ich habe mir so Sorgen gemacht. Warum hast du denn nichts gesagt? Was ist denn? Wieso hast du das gemacht? Er steigt gerade so Aufenthalt hinter dieser Brücke. Lebensgefahr, Einsturzgefahr. Cool, mach mal. Im selben Moment ausgelöst. Ja. Dann musst du noch einen öffentlichen Instagram-Account machen. Nee. Doch. Aber da poste ich dann so letztendlich das Gleiche. Ich bin viel zu nah, aber egal. The wind is blowing. Wir gehen jetzt weiter. Nature Edition. Weil jetzt hatten wir gerade Lost Play. Gestern, ich habe mit Antonia gestern so geredet, so, ja, wir können da und da hingehen und da Fotos machen. Sie so, ah, aber ich habe schon so viele Naturfotos. Ich brauche jetzt eigentlich was Städtliches und so. Oder so Lost Place. Und ich so, what's that? Ich schau mir die Bilder kurz an. Gehen und machen Fotos. Cool. Halb neun. Letzter Abend mit Antonia. I'm gonna miss her. Aber es sind ja nur 4 Monate bis zur Gamescom. Das krieg ich schon hin, ohne sie. Wir schauen jetzt Topmodel. Germany's Next Topmodel. Und lassen den Abend wunderschön ausklingen. Genau. Und das machen wir jetzt. Und ich stopfe mich voll mit Süßigkeiten. Ich muss schon sagen, dass mich das schon viel beschäftigt hat, der Streit mit Seminik. Und dass die Emotionen, sag ich mal, so ein bisschen übergekocht sind. Und da habe ich halt auch was gemacht. Weg. Ich glaube, die gehört in die Hölle, Mann. Bin ich auch der Meinung, dass sie in die Hölle gehört. Ja. Ja.
Doch, Antonia. It's part of being on my YouTube channel. Folgt mir bitte auf Instagram. Highlight bearbeiten. Und like mein neues Foto. Wer hat dieses schöne Foto gemacht, Antonia? Du. Chang'e. Sie sagt nach 3 Tagen Filmen, ich möchte nicht gezeigt werden. So. Wir haben gerade von Mike Singer geredet, weil er in der Werbung kam und ich habe gesagt, ich habe noch nie ein Lied von ihm gehört und ich höre mir jetzt eins an. Der singt Englisch? Rutzig, flutschig. Es ist so lächerlich. Photoshop Paris. Hi Heidi. Heidi, du siehst gut aus. No Probleme. Hier ist Photoshop Paris. Paris. Es sieht einfach so aus, als hätten sie Paris Hilton da reingefotoshoppt in den ganzen Fotos, weil es ist einfach so random. Vor allem, sie macht nichts. Sie macht in jedem Foto dasselbe. Action, Antonia. Amazing. Amazing Antonia. Buttery Busty. Beer Busty. Bacon Busty. Bacon Bacon Pancakes. Im Englischen Antonia nicht wirklich aussprechen. Antonia. Ja, das klingt aber echt scheiße. Das ist eine, was Sebastian. Was hat sie eigentlich für einen komischen Strich? Das sieht aus, wie als wärst du mit meinem Eyeliner ausgerutscht. My boy. Genau so. Basti, ich möchte nicht so nah aufgenommen werden. Ich mag das nicht, wenn es so. Das mochte ich bei ihm sehr, dass es eben braun und dann blau. Vielleicht muss ich braun und dann blau machen. Ja, aber trotzdem wächst es blond raus. Antonia, one last statement. Punkt, an dem man schlafen geht. Ja. Nochmal. Gute Nacht, Bastis Zuschauer. Nochmal, ich hab's nicht gefilmt. Gute Nacht, Bastis Zuschauer. Wir sehen uns der Gamescom. Noch ein paar letzte Aufnahmen von einer wilden Antonia kriegen. Schon wieder beim Schminken hier, ne? Ja. Jetzt zum Zug. Ihr werdet mich im August wiedersehen. Vielleicht wieder mit einer anderen Haarfarbe, wer weiß. Jedes Mal ein bisschen anders. Da ist die Zug. Wir suchen jetzt noch Wagen 14. Was? Ich hab Wagen 14 gefunden. Wir müssen noch zu Wagen 4. Nein. Dachte ich. Wagen 14. Ich dachte Gleis 14, Wagen 4. Wasser. Ja, schau nach. Wagen 4. Das ist zu viel 4. Ein Fazit zu dieser halben Woche bei mir. Halbe Woche? Es war doch eine halbe Woche. Ja, ja. Es war doch eine halbe Woche, oder? Ja. Es war sehr schön bei Basti. Ah. Das ist sehr gefährlich und beaufsichtigt. Genau. Dass die sich halt nicht überschneiden und die nächsten, die sich wieder überschneiden, ist Ostern wahrscheinlich. Oder Sommerferien. Aber, ja, aber da habe ich Geburtstag. Nach Köln. Und da habe ich Geburtstag in der ersten Woche. Stimmt. Deswegen. Und nächste Osterferien ist halt kurz vorm Abi. Deswegen ist halt, glaube ich, auch nicht so produktiv, wenn wir da eine Woche aufeinander sitzen. Sechs. Man sieht's auch. Es ist We Found the Four. No. Yes. Das war's, Zuschauer. Dein letztes Schlabber. Ein Special Video. Dein letztes Schlabber. Schlabber. Letztes Schlabber. Alles in deine Kamera. Doch, Schlabber.
sterbe, es windet, alles auf einmal. Und ich warte jetzt mit meiner Friends, bis sie kommen, aber es dauert noch eine halbe Stunde.